Was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es ist mal wieder Zeit für ein Q&A. Ihr habt eure Fragen auf Instagram gestellt und ja, Jahresauftakt-Q&A 2022. Let's go. So, ich habe mir eure Fragen gescreenshottet und wir legen direkt los. Frage Nummer 1 von M4TZ3-79. Etwas. Ja, etwas. Ich erzähle etwas. Ich habe schon 6 Kilo abgenommen. Ich bin im Moment auf Diät, wie das vielleicht der ein oder andere von euch mitbekommen hat. Ja, ich hatte 96 Kilo nach Weihnachten, Leute, und es war einfach Zeit, ein bisschen abzuspecken. Deswegen habe ich das direkt in Angriff genommen und 6 Kilo sind schon weg. Aber, also ich wiege jetzt 89 knapp und ich möchte gerne auf 82 Kilo wieder. Das war so mein Wohlfühlgewicht. Ja, ich dachte, ich erzähle es einfach mal etwas. Nico fragt, Bike-Urlaub geplant? Ja, auf jeden Fall. Österreich steht auf dem Plan. Und da wollten wir eigentlich mehrere Parks abklappern. Also Sölden soll auf jeden Fall dabei sein. Saalbach, Leogang definitiv. Und mal gucken, was da noch so dazu kommt. Zimmermann Nils, Bike-Trips 2022. Ja, habe ich glaube ich schon beantwortet. Österreich definitiv. Ich würde allerdings auch gerne ein paar Bike-Trips in Deutschland mal machen und da das ein oder andere Video machen, wo man halt auch ein bisschen so Roadtrip-mäßig unterwegs ist. Was davon dann wirklich realisierbar ist, wird sich dieses Jahr zeigen, wenn Corona da natürlich auch keinen Strich durch die Rechnung macht dieses Jahr. Wir werden sehen, was das Jahr bringt. Ich hoffe, toi toi toi, dass das mal ein Ende nimmt langsam. MT Boss B Oscar, MTB Oscar, neues Bike? Ja. Das Focus ist neu. Noch ein neues Bike. Dieses Jahr wohl eher nicht. Vielleicht irgendwann mal wieder. Janis DH Freerider. Wollen wir mal zusammen auf Halde Video machen? Ja, warum nicht? Also Halden wollte ich sowieso mal wieder hin. Schreibt mal gerne in die Kommentare, was für Halden im Moment überhaupt aufhaben. Ich sehe ganz viele Stories immer von Halde Norddeutschland. Aber ich weiß halt nicht, ob da wirklich jetzt offen ist oder nicht. Oder ob das eigentlich nicht befahren werden sollte. Wenn sich da einer richtig auskennt, schreibt es mal gerne. Dom Goes Wild, mal zusammen Bikepark ballern? Ja, safe. Auf jeden Fall. Ich kann es kaum erwarten, dass die Parks wieder aufmachen. Also Uphill ist zwar schon echt viel besser geworden und ich bin sehr gespannt, wie das beim Enduro-Rennen dann aussehen wird. Aber Bikeparks ist natürlich auch einfach eine coole Sache. Danny fragt, E-Bikes im Bikepark nicht gern gesehen oder gehören die mittlerweile dazu? Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Ich habe schon viele, viele E-Bikes gesehen im Park, die letzte Saison. Ich muss aber ehrlich sagen, ich würde meinen Torque im Park einfach vorziehen, weil ich einfach ja den Lift nutze dann. Und ich käme jetzt ehrlich gesagt nicht auf die Idee, in den Bikepark zu fahren, sowas wie Willingen oder Winterberg oder so, und dann halt mit dem E-Bike hinzufahren, um dann immer hochzutrampeln. Weiß ich nicht. Ist auch irgendwie so ein bisschen unfair, glaube ich, dem Lift gegenüber. Und da ich halt den Luxus habe, dass ich wählen kann zwischen dem Torque und dem E-Bike, würde ich, glaube ich, sowieso immer das Torque nehmen. Bin da aber überfragt. Lasst uns gerne diese Frage in den Kommentaren diskutieren, dann können wir uns da austauschen. Mulazzi, aus welchem Raum in NRW kommst du? Ja, aus der Nähe von Köln. Das ist mein Raum NRW. Simon Bike. Was sind deine Ziele für 2022? Abnehmen, wieder fit werden, ordentlich in Shape kommen. Ich fühle mich wirklich nicht wohl, gerade in meinem Körper, und deswegen habe ich auch so das Jahr mit einer Diät gestartet. Eigentlich bin ich nicht so der Typ, der dann sozusagen mit Vorsätzen starte, sondern ich mache einfach immer direkt, wenn ich etwas will, fange ich es einfach an. Ich brauche da keinen Jahreswechsel. Allerdings war einfach die Waage wirklich, ja, zu böse nach Weihnachten und Silvester. Außerdem natürlich Enduro-Rennen, viel mehr Fahrrad fahren als letztes Jahr, und beruflich wird sich vielleicht auch ein bisschen was verändern. Ihr habt ja noch gar nicht so einen genauen Einblick, was ich eigentlich beruflich mache. Wenn ihr da mal Bock auf ein Video habt, schreibt gerne in die Kommentare, kann ich euch gerne mal erzählen, ist ein bisschen kompliziert. Aber ja, 2022 scheint nach den ersten Tagen
und wir haben jetzt den 11. ziemlich interessant zu werden. Steve MTB fragt, bereit für Coach Sender? Ja, Coach Sender, ich habe schon Angst. Crazy Nicolas, was hältst du vom Talk 2022? Ich finde die alle cool, ehrlich gesagt. Finde es auch echt cool, dass die das jetzt in Mullet und auch 29er und so weiter anbieten. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Wenn ich mir heute wieder ein Fahrrad kaufen müsste, würde ich es wahrscheinlich holen. Also hat mir auch, dass sie jetzt auch günstige Varianten anbieten und so, hat mir echt gut gefallen. Ich muss natürlich sagen, die Alu-Variante, keine große Veränderung, so meiner Meinung nach. Zumindest optisch. Carbon finde ich das Rad schon echt sexy, muss man ehrlich sagen. Der Marcel Biert fragt, wann rollen wir endlich zusammen mit gebrochenem Herz? Ja, Marcel, schreib mir einfach. Ich habe gesehen, dein Enduro-Bike ist jetzt auch wieder ready. Das heißt, wir können auf jeden Fall mal was zusammen starten, würde ich sagen. Vor allem, weil du ja jetzt auch auf YouTube mehr machen willst, habe ich gesehen. Noah, Trickziele? Gar keine. Immer noch nicht. So ein Mini-Whip oder Tabletop, vielleicht irgendwie, irgendwann. Aber alles andere stelle ich mir hinten an. Der Chris Kai fragt, wann fahren wir? Ja, lass uns unsere Focus-Bikes mal ausführen. Bei mir ist immer Anfang des Jahres, Januar bis März, Katastrophe mit Terminen und so weiter. Deswegen ja, ist auch dieses Video echt nicht weit im Voraus, sondern das ist jetzt, morgen kommt es online. Und ja, ziemlich nah an der Zeit gerade dran. Der Virti 82 Downhill, der Dennis fragt, würdest du zum Enduro-Training auch mal nach Finale Ligure fahren? Auf jeden Fall, finde ich mega cool. Ich will sowieso gerne mal in ein bisschen wärmere Regionen gerade irgendwie. Allerdings passt das zeitlich safe vor dem ersten Enduro-Rennen nicht. Also die starten ja alle so im Mai. Deswegen schaue ich das auf keinen Fall vorher. Luca fragt auch, wann gehen wir zusammen fahren? Ja, Leute, die Zeit ist leider so knapp. Ich schaff's selten, gerade überhaupt irgendwie Fahrrad fahren zu gehen. Und wenn, dann schwinge ich mich mal eben eine Stunde auf die Home Trails. Davon habe ich auch jetzt echt nicht so viele Videos gemacht, weil ihr kennt meine Home Trails und ich möchte nicht das 100. Home Trail Video machen. Deswegen, ja, ist leider echt knapp. Und der Tan fragt, wann trainieren wir unsere Kondition auf Trails? Tan, lass loslegen. Gerade laufen die Vorbereitungen alle fürs Enduro-Rennen. So was Unterkunft und so ein Kram angeht. Ja, lass uns mal ein paar Termine ausmachen. Am allerliebsten wäre mir tatsächlich, wenn wir irgendwie so einen festen Trainingstag machen und dann halt immer fahren gehen. Weil momentan habe ich kein geregeltes Training, muss ich ehrlich zugeben. Ich fahre momentan überall mit dem Rad halt hin. So alle Jobs, die ich erledigen kann in der Nähe, alles mit dem Rad, um halt Uphill zu trainieren, ne? Und Ausdauer so ein bisschen. Aber was mir extrem fehlt, ist einfach Training auf Trails. Das heißt, da wirklich pushen und Gas geben und mal auf Zeit versuchen zu fahren. Das sind so die Dinge, die mir echt fehlen im Moment und wo ich echt dran arbeiten muss. Auch Kurventechnik werde ich noch mal viel dran arbeiten müssen. Ja, es gibt viel zu tun, ey. Ja. Das waren so zusammengefasst die wichtigsten Fragen, die sie sich gedoppelt haben, habe ich natürlich rausgelassen, wie immer. Das heißt, wenn du dich nicht angesprochen gefühlt hast, kann sein, dass du die gleiche Frage gestellt hast wie andere. Und ja, deswegen bist du nicht drin vorgekommen. Hat mich gefreut, einen kleinen Austausch mit euch zu machen. Ich würde ja auch immer noch gerne livestreamen, aber die Zeit lässt es einfach nicht zu zurzeit. Und ich freue mich auf das Jahr 2022 mit euch. Das wird eine spannende Zeit. Allgemein, ich merke schon 2022, was gerade auch alles in der Welt passiert, Leute. Unglaublich krass, was alles in, allein in den letzten 10 Tagen ist so viel passiert. Politik, in der Welt, in meinen Freundeskreisen, beruflich. Boah, es tut sich gerade so viel und ich bin echt gespannt, was 2022 so bringt. Ich werde euch natürlich mitnehmen, safe. Ich nehme alle immer, jedes Jahr wird dokumentiert auf YouTube und freue mich einfach auf die Zeit. Deswegen abonnieren nicht vergessen. Es bleibt weiterhin bei 2 Videos die Woche. Auch wenn die Zeit knapp ist, 2 Videos die Woche müssen für euch noch drin sein. Und wir sehen uns im nächsten Video, Leute. Bis dahin, haut rein. Ciao, ciao.